1972 von den Nomads. Und ich dachte mir heute Morgen, als ich wach geworden bin, nimm diesen Excelsior und knall damit so richtig was ab. Stell dich irgendwo hin und mach boom, 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 boom. Einfach ein paar Schüsse raus. So. Ich habe so das Gefühl, dass da links auch richtig was kommen wird. Wenn nicht, werden wir noch was finden. Das ist auch egal. Aber heute Morgen werden wir richtig, na, ich sag mal, 10, 12 Murmeln rauspusten. Und dann schauen wir mal einfach, was so passiert. Ist ja auch immer wichtig, wenn man schnelle Panzer hat, dass die hinter den langsamen fahren. Auf keinen Fall was spotten. Das wäre total verrückt. Ist auch total vermessen. Also so ein Stuck, der muss auch extra bremsen, dass er ja nicht vorne ist. Nicht, dass der die Lichter hier vorne anmacht oder sowas. Da kommt KV-1, da wechsle ich die Munition. Fahr auch noch ein bisschen weiter weg hier drüben. Der hat mich nämlich noch nicht gesehen, glaube ich. Jetzt machen wir schnell Schuss rein. Was macht denn dieser KV da? Ist egal, ne? Kümmern wir uns erstmal um das Teil. Da ist der Fahrer kaputt. Das ist eigentlich schon alles kaputt. So, APCR rein. Jetzt dieser KV, der wird schon irgendwas beackert, aber nicht so richtig. Ja, böse erwischt, möchte ich nicht hören. 90 macht der. Oh, jetzt habe ich neben mir so einen. Das sollte man nicht machen als Teammate. Sich hier so neben einstellen, damit ich meinen Panzer nicht drehen kann. Das ist natürlich schlecht. Jetzt muss ich da hinterher. Der KV ist auch total allein. Ja, unser Stuck, also das, was er eben nicht gemacht hat, macht er jetzt natürlich. Attacke pur. Mhm. Haben wir gerne. Wir stellen wieder oben auf normale Munition. Unsere eine Kette da vorne. Wir brauchen richtige Munition. Ui, der schießt auch nicht. Da sollten wir mal ein bisschen anders ran an den Lümmel hier. Also der denkt auch, er hat einen stabilen Panzer, da schießt sowieso keiner durch. Hat er sich aber getäuscht. Wir reparieren mal nebenbei unsere Ketten. Ich habe extra das Kettenreparaturset für diesen Panzer hier mit. Damit ich genau das mal machen kann. Damit ich da nicht so in der Prärie stehe. Ich habe das große Reparaturset ja noch. Oh, gehen wir da mal hin an diesen Café. Ne? Da ist er doch. 160 hat er mal angepustet. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Hetzer. So ein Hetzer hier. Fährt in die falsche Richtung. Da versuchen wir natürlich die Kette zu ziehen. Wenn nicht unser eigener Panzer im Weg steht, dann wäre das super gegangen. So, wir haben noch 488 gehabt, weil dieses Kaffee-Ding da ständig in mich reinschießt. So, mit dem habe ich jetzt ein Hühnchen zu rupfen. Was noch mehr. Stehen wir wieder scheiße. Der Covenator behindert uns schon wieder. Das ist das zweite Mal in diesem Game. Mit dir hatte ich ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Faxen, dicke hier. Echt mal. Können wir hier hochfahren? Nein. Das ist super für unseren Panzer. Ja, man sollte hier eigentlich nicht runterfahren. Also in so einer normalen Stufe irgendwas höher Gefecht. So wäre ich hier auch nicht mit so einem Panzer runtergefahren. Das ist immer so Schlachtbank. Jetzt kommt da noch so ein Leopard, der kann ganz schön Schaden machen bei uns. Also ich will jetzt erstmal diesen Panzer 3, 4 ein bisschen was wegschießen. Dem habe ich auch noch eine Rechnung offen. Da brauchen wir richtig Munition. Guter Winkel. So, was sagt der Leopard? Der sagt, nicht mehr so viel. Ich versuche die Kette zu ziehen, aber oh, ging dann gleich durch. Ich glaube nicht, dass der Leopard wegkommt, aber. Haben wir 5 Abschüsse gemacht für so einen Morgen schon mal. Okay. Ja. So liebe ich mir das. Radley Walters Medaille. Großkaliber. Krieger. Und Überlegenheitsabzeichen 1. Klasse. Ja. Wir hätten, glaube ich, noch einen machen müssen, hätten wir einen Meister gekriegt.
Team sieht auch ganz gut aus. Kann man jetzt nicht motzen. Alle okay gewesen. Gut, 4 Todesfälle. Ja, 15 Schuss, 15 Treffer, einer ging nicht durch. Ja, alle 7 mal so ein bisschen bedingselt, ne? Ist auch wichtig, dass die alle mal so ein Excelsior gesehen haben, kurz vor ihrem Tod. Und ja. Wenn ihr auch so viel Spaß hattet mit der Excelsior-Fahrt, sage ich euch eins, wenn es den Panzer gibt, er spielt den, könnt ihn kaufen oder sowas. Ist ein super Stufe 5 Panzer, macht viel Spaß, ist nicht so langsam wie jetzt so ein Matilda, Churchill oder irgendwie sowas eben. Hier unten seht ihr ja auch, ne? Da sind ja noch so ein paar langsame auch in der 5er-Liga. Und habt damit genauso viel Spaß, wie ich damit Spaß habe. Also, ich sage Tschüss und viel Spaß noch, euer Marvel.